Hallo, ich bin Dr. Katharina, meine Kollegin, die dich eigentlich untersuchen wollte, die ist bei einem Notfall, ja. Ja, ich bin erst jetzt vor kurzem mit dem Studium fertig geworden, deswegen, ja, bin ich vielleicht nicht ganz so professionell wie meine Kollegin, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Wir machen ja einfach nur so eine Routineuntersuchung, oder? Mhm. Du hast jetzt nichts, oder? Nichts Spezielles, nein. Was? Okay, dann schon mal gut. Dann kann ich ja nicht viel falsch machen. Okay, gut. Dann werde ich jetzt... Ich starte erstmal mit einem kleinen Drink. Da kann ich einfach entspannter arbeiten. Trinkst du auch manchmal ab und zu? Schon hin und wieder. Okay, das ist schon mal gut. Das kann ich schon mal vermehren. Dann. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal deine Temperatur checken. Dann nehme ich einfach nur meine Hand, weil ich habe da Erfahrung mit und kann da wirklich. Ja, also du hast kein Fieber. Mhm. Also da dürfte alles okay sein. Check ich mal deinen Puls. Da brauche ich auch nichts weiter. Ich merke, der schlägt so, wie er soll. Okay. Weder zu langsam noch zu schnell, das merke ich so ganz gut. Okay. Als nächstes werde ich deine Haut untersuchen. Mhm. Also das steht jetzt hier auf meiner Liste. Ich habe hier so Handschuhe gefunden, die leuchten. Ich glaube, damit kann ich perfekt deine Haut untersuchen. Okay. Ja, genau. Wenn die jetzt angehen. Jetzt ganz neu. Also, was mit dieser UV-Beleuchtung zu untersuchen. Mhm. Sonst hast du ja keine Hautprobleme, oder? Nee. Okay. Ja. Kann jetzt da Licht. Nichts Besonderes erkennen. Hast du einen Kratzer? Mhm. Ja. Okay. Ja, also da kann ich jetzt nichts sehen. Dein Gesicht. Okay. Auf jeden Fall eine sehr schöne Haut. Will ja auch gelernt sein. Okay. Also da. Da kann ich jetzt nichts entdecken. Okay, also ich glaube, mit der Haut ist soweit alles in Ordnung. Mhm. Dann steht hier jetzt noch was von Messungen. Okay. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist, aber ich werde einfach. Einfach mal so ein paar Daten aufnehmen. So, ich starte erstmal im Gesicht. Okay. 5 cm. 6
cm, also Verhältnis von Mund und Nase. Sind gleich groß. Mhm. Die Augenbrauen. So. Totale Länge. Alles so zwischen 5 und 6 cm. Mhm. Das denke ich, wird ganz gut sein. Dann hätte ich noch mal hier deine Kopf. Und einfach nochmal hier. So. Um die Schultern herum. Okay. 98 cm. Ich denke, das sind mit Sicherheit ganz gute Messwerte. Ich denke auch. Ja, also das hört sich normal an. Als nächstes ist als nächstes soll ich eine Augenuntersuchung machen. Mhm. Das ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch gar keine Handschuhe habe. Also ich habe mir natürlich die Hände desinfiziert schon, aber jetzt nehme ich doch mal welche dazu. So, deine Augen bewegen sich schon mal gut. Ja. Okay. Dann schau jetzt mal auf meine Finger. Mhm. Ich habe da einen ganz speziellen Test. Für das Folge dem Licht, sehe ich gerade, haben wir hier Streichhölzer. Dann würde ich die mal direkt nehmen. Okay. Dreh dich mal bitte auf das Licht und folge dem Licht. Es erfüllt natürlich alle Brandschutzbestimmungen, das ist ja klar. Gut, etwas schneller. Und gleich einen kleinen Lungentest, das darfst du es mal auspusten. Ja, das ist schon mal ein guter Test für die Lungenkraft. Mhm. Tu es einfach wieder zurück. Gut. Okay, der Augentest auch erfolgreich.
Ohren muss man ja ab. Schauen, ob ich was hören kann. Auch mal so runter. Und die andere Seite. Das ist mal hier. Nichts hören, deswegen sollte da alles gut sein. Okay, super. Ja. Für den Hörtest würde ich eine Klangschale benutzen, weil ich gerade sehe, dass er da ist. Genau, du darfst einfach mal die Augen schließen und dann sagst du mir, dann zeigst du einfach in die Richtung, wo du es hörst. So, als nächstes kommen wir zur neurologischen Untersuchung. Mhm. Zum Beispiel, da werde ich einfach Reflexe testen und Sensibilität. Okay. So steht es hier. Reflexe und Sensibilität. Das kriege ich schon. Den Reflexhammer und genau. Bizeps, stay here. Trizeps. Okay. Ja. Gut, passt soweit. Für die Sensibilität. Und du sagst mir einfach, ob du das, diesen Puschel fühlst oder die Spitze. Also okay. Kannst du ja noch weich und spitz sagen. Mal die Augen schließen. Spitz. Okay, genau. Spitz. Weich. Weich. Das Ergebnis war jetzt ein wenig irritierend, weil es genau andersrum war, aber ich schreibe das auf und ich denke, dann wird sich vielleicht Dr. Julia nochmal mit dir in Verbindung setzen. Okay. Okay. Gut. Als nächstes werde ich noch deine Lunge checken und das Herz abhören. Vielleicht nehme ich irgendwelche Atemströme. Du darfst jetzt natürlich kurz atmen. Ja, das vergessen.
hier die Perkussion. Dazu würde ich wieder den Hammer nehmen. Die Perkussion. Nichts Besonderes gehört. Also ich denke, das soll sich genauso anhören. Okay. Ja. Dann machen wir noch einen kleinen Atemkrafttest. Atme mal tief ein und aus. Und jetzt gegen meinen Widerstand einatmen. Und aus. Okay. Ich glaube, das passt so von der Kraft her. So. Nächstes machen wir die Bauchuntersuchung. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, da habe ich leider in der Vorlesung geschlafen. Aber ich habe jetzt zwei Sachen gefunden. Ich glaube, damit kriege ich das gut hin. Okay. Erstmal diesen Pizzaschneider. Nervenrad meine ich. Genau, du sagst. Einmal links und einmal quer. Also ich höre eine Reaktion von deinem Bauch. Also gut. Als nächstes nichts wehgetan. Nein. Okay, dann müsste da auch alles in Ordnung sein. Okay. Also, soweit ich das beurteilen kann, bis auf diese eine Test, der ein bisschen, ja, bedenklich ist, ist alles okay. Wieder mein Drink und besser als es ja. Tschüss.